Hallöchen YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit und wir bauen hier, würde ich mal sagen, direkt weiter. Weil sonst hätte ich ja sonst die Ansage gemacht. Also voll die Ansage. Dass wir hier weiterbauen. Hier ist ein MFE, der ist hier unpraktisch. Aber hier können wir den hinpacken, genau. Dann, genau. Hier. Können wir schon mal ein bisschen verlinken. Ach ja, ist Nacht. Ach ja, genau hier. Schon klar, ja. Ja. Nee, ich denke, den werde ich anders gerund hinbauen. Jetzt haben wir hier gar keine Energie mehr, aber egal. Nee, eigentlich sollte das als Notfallspeicher das sind alles Badboxen. Wie ich mir hier aber auch schön alles irgendwie zerstöre. Es ist ein Hochgenuss. Also hier brauche ich nicht. So, hier erstmal. Zack. Ach, kack. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr mit. Dann können wir das nämlich. Ach, komm. Das ist die Ungeduld. Das tut nicht gut. So, das, ich brauche vier. Oh, dann sollte es so reichen. Dann so, genau. Eins, zwei, drei, vier. So, dann können wir uns genau. Also ich brauche immer acht rum. Zack, 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 zack. Zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier 8. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. So. Ja, so sieht es schon besser aus. Das ist schon eher das, was ich haben möchte. Ich habe hier nur ein Stacks, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Wird mir noch bekloppt hier. Kann man nicht mehr Stacks zählen. Schweinerei sowas. Schweinerei. Packen wir erstmal hier alles rein. Da. Stimmt, ich brauche ja 8 dafür. Ha. Erstmal 7. Ach ja, und dann schafft man uns wieder einen Maschinenblock. Aber ist nicht gerade vorteilhaft, was ich hier teilweise mache. So, zack. 4 Stacks, dann kann man 18. Ja, ein paar mehr machen. So. Eigentlich ein ganzes Deck reicht auch vorerst. Was habe ich rausgeschmissen? Ich weiß es nicht. Ach, Eisen. Nein! Verdammt jetzt. Komm, so. Egal, so. Aber jetzt. Jetzt aber. Woher kommt das Refined? Achso, oh Gott. Man merkt mir vielleicht meine Verwirrung an, ist.
Woher kommt das Refined Iron jetzt auf einmal? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir mal wieder 3 MFEs. Die werden wir hoffentlich mal nicht ganz verkacken. Ja, ganz ruhig, Dicker. Wenn ich mit dem fertig bin, dann wird dem eine reingewürgt. Genau, hier noch wieder. Mir ist wurscht, ob der jetzt aufgehört hat oder nicht, dem wird eine reingewürgt. Ja, wahrscheinlich der. Doch, kannst mich. Du auch, du kannst mich auch. One hit? Okay. Soll mich nicht stören, ne? One hit. Spinnen, kleine Spinnenviecher werden one hit gemacht. Schön. So gefällt's mir. Also mal das nicht voll, gut. Gar nicht voll, schön. Aber brauchen wir vorerst auch nicht. Ja, nee. Ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt genau machen wollte oder so, aber ja. Das hier so. Zack, zack, zack. Ich habe hier irgendwie gerade ein Delay, kommt mir vor. Und dabei läuft der Server auf meinem Computer. Ich weiß nicht, was es da hat. Aber, naja, was soll man machen? Auf jeden Fall werde ich nicht die Aufnahme deswegen abbrechen. Das wäre sie noch. Zack, 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 zack. So. Haben wir wieder 4, dann können wir uns da wieder die Dingens machen. Ja, für sowas wäre dann meine Maschinerie schon ganz praktisch. Dass man nicht alles wirklich einzeln machen muss, bis zum geht nicht mehr. Hier. Das gibt's doch nicht, wie die ganze Zeit die Viecher rumfliegen. Tja. So, wie war das? So? Genau, so war es. Ich habe mit der Ranch schon ewig nicht mehr gearbeitet. Von daher können ab und zu mal ein paar kleinere Fehler passieren. Aber ansonsten sollte eigentlich alles funktionieren. Nicht in eine Treppe runter, schön. Gut, dann bauen wir uns die nächsten paar. 1, 2, 3, 4. Was war das jetzt? Hä? Okay. Schön, ich kenne mich ja sowieso hinten und vorne nicht mehr aus, also wird schon so richtig sein, irgendwie. So, wie man vielleicht gesehen hat, jeder einzelne MFE hat 600.000 Speicher, das heißt, wir haben dann schon mal ein bisschen Vorrat zumindest. Hier kann man also unten weggraben, das ist schön. Das war eigentlich total für den Arsch, aber egal. Auch schön. Die haben, sollte man vielleicht wissen, einen Output von, glaube ich, 128, was? Ja, 128 EU. Und die MFSU, die haben einen Output von 512 EU per Tick. Ein Tick ist, glaube ich, eine 20. Sekunde. Weil ich mir da auch nicht so sicher bin, weil... Keine Ahnung. Ja. ich werde jetzt
Ach nee, warte mal. Hier Schwachsinn. Ach, und ich baue es wieder falsch ab, natürlich. Das ist so klar. Es gibt's nicht. Das ist. Ich habe wirklich einen Delay. Das ist. Ein Wahnsinn. Und dann, genau, ein Ding. Ich weiß nicht, warum da immer die eine Reihe jetzt drin bleibt oder wieder raufkommt oder wie auch immer. Aber es ist sehr strange. Und dann noch kommt der Delay hinzu, das. Also zum Server, der am eigenen Computer rennt, das kommt einem dann schon ein bisschen komisch vor, ne? Ach ja, und das werde ich, denke ich, mal von unten machen. Obwohl das auch ein bisschen blöd ist, weil da komme ich nicht. Okay, ich kann fliegen. Egal, mache ich von hier oben, ist wurscht. Schön, dass es da bleibt. Hä? Reiß mir einfach mal alles auf. So, ich will einfach mal sagen. Holla, was ist denn hier los? Das gibt's doch nicht. Aber egal. Es ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn jetzt das der Client die ganze Zeit crasht. Also von daher bin ich noch ganz zufrieden. So, warte mal, wie habe ich das geplant? Ich hatte es geplant. Achso, hier habe ich ja sowieso noch. Ha. Nee, erstmal lass mal alles. Ach egal, ich bekomme sowieso auf. Warum kann ich mir das nicht merken? Das ist. Warum kann ich mir das nicht merken? Das ist einfach nur idiotisch. Ach und Ach, ich habe keine Energie mehr. Wie schön. Doch, habe ich. Achso, wir hier. Warte, warte. Machen wir das mal wieder kurz dran hier. Warum, Achso, weil hier auch noch weitergeleitet wird. Na, hobby daddy. Ja, ist egal. Hauptsache, es geht irgendwie weiter. Dann bin ich schon zufrieden mittlerweile. So, dann den Rest packen wir auch noch hier ein bisschen dazu. Mal vorerst nicht. Wie viel habe ich in Platz 8, würde ich mal sagen. Zack, 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 zack. Geht sich ganz gut aus. Also das ist gerade so meine Schrumpelkiste, die ich verwende für ein. Was? Ach, so kann man es auch aufladen. Okay. So, okay. Geht nicht so gut. Wollte nur mal ausprobieren. Und dann hier in der Mitte, genau. So, nee, hier kann ich nicht durch. Man merkt vielleicht mittlerweile schon ein bisschen, wie verpeilt ich nach dieser Zeit jetzt werde. So, dann haben wir hier Ranch. So, genau. Das schaffe ich gerade noch so. Dann, nee, hier nicht. Das. So, zack, zack. Zack, so. Und hier lassen wir einfach vorerst mal hol. Ich werde sowieso nach und nach noch gegen MFSUs austauschen. Also von daher würde ich sagen, gar nicht erst allzu viele MFEs bauen, also oder hier einbauen, weil
Nach einer Zeit, wenn man die alle wieder ausbauen muss, bringt das auch nichts mehr. Ah, ne, brauche ich noch. Nervt ein bisschen eigentlich, aber egal. Haben wir hier? Ne, haben wir nicht. So, packen wir hier noch ein bisschen rein. Schön. Dann haben wir eine Folge so richtig verschwendet. Ja, so schlimm ist es auch nicht, aber... Aber es ist, sehr viel, Zeit darauf gegangen, dass ich die ganze Zeit hin und her laufen musste, weil ich ihn damit abgebaut habe, statt mit sonst was. Und das ist halt nicht gerade so vorteilhaft. Und... Gibt der nicht auch eigentlich ab? Ich weiß gerade nicht. Ich denke, der sollte auch abgeben. Aber naja, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Also, ach. Da noch 50 drin. Oh, okay. Müssen wir aufladen vielleicht? Nö. Doch, müssen wir. Dann kommt das ja ganz gelegen. Hier war es genau. Ich weiß mittlerweile schon gar nichts mehr irgendwie. Es ist einfach nur noch schlimm. Pack das jetzt einfach mal hier rein. Ach ja, wir haben ja, nee, Gummi schon aufgebraucht. Cool. Wir brauchen... Nee, hier. Auch noch ein paar Upgrades werden wir hier reinpacken. Hier brauchen wir keine Upgrades. Hier... Eigentlich auch nicht. Die eigentlich auch nicht, ne. Hat eigentlich jede... Ne, die hat gar keine. Okay, aber die Standardmaschinen, die meisten haben... Also die... Also, Crafting Table. Was hat denn der für Upgrades? Okay. Die haben auch keinen Upgrade. Okay. Aber die elektrischen Maschinen, die haben halt, sehr viele, so 4 Upgrade-Slots. Da kann man Upgrades reinpacken. Das ist Upgrade. Das, sind zum Beispiel Range-Upgrade für... Was ist das für ein Turtle? Ich muss jetzt mal schauen, hat der Turtle irgendwas, nee, hat er nicht. Ach ja, und ich habe ganz, ganz nebenbei mal auch diese Texturen noch ausgebessert. Mal rausgesucht und, in dem Chaos halt ausgewechselt. Also es gibt, eben das Range Upgrade, wofür auch immer, ich weiß gerade nicht. Das ist für irgendwas, wo was, für irgendwas, was über kabellos funktioniert, quasi, oder so irgendwie. Energy Storage Upgrade, das wäre zum Beispiel hier eine Relevanz. Das ist dann, wenn man 4 kann man reinpacken, dann hätte es 140.000. Dann gibt es noch das Transformer Upgrade. Das kann man auch in solche Maschinen reinpacken. Dann brauchen die eben keinen Transformer von zum Beispiel dem die MFEs, die brauchen ja... Warte mal, habe ich hier... Genau, hier muss dann noch ein Transformer rein. In diesem Fall nur einer, weil das ist eben mit Voltage und wir brauchen Low Voltage. Das ist nur 1 Tonte. Können wir eigentlich noch schnell machen, oder? Transformer. Transformers! So. So. Das ist wie die Badbox hier. Bei der Badbox wäre halt unten hier noch ein Wooden Plank. Aber sonst genau gleich. Das ist eigentlich nochmal der Unterschied. Maschinenblock, 2-mal isoliert. Frau Transformer, Energy Crystal, 4-mal in diese Folgen. Okay. Schön, ja. Und eben die ganzen Upgrades, die kann man eben in so Maschinen packen, dass die in gewissen Bereichen ein bisschen mehr drauf haben. Oder dass es halt nicht so umständlich ist. 1, 2, 3. 1, 2. Geil. Ich kann's einfach. Es ist einfach immer so. Es ist so göttlich einfach. So, LV-Transformer. Ich stelle ihn mal erstmal hier drauf. Ach ja, und hier noch die Fackel hin. Die war doch hier, oder? Jawohl, war hier. Muss nämlich schauen.
Wow, wow. Hier haben wir einmal grün. Rot ist das Größere. Genau, wenn ich jetzt... das wollte ich nicht. Kann man auch so wechseln, genau. Mal in dem Fall müsste ich... Genau, so baut man es ab. Stimmt, 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 stimmt. Stimmt. So. Das erste Mal richtig abgebaut. Das ist, ich freue mich. Ich freue mich, ja. LV-Transformer, also hier mal so. Also hier hinpacken, wäre natürlich ganz praktisch. Und dann Shift-Rechtsklick. Jetzt, die MFEs führen jetzt auch noch hier Energie zu. Und hier mache ich das am besten. Genau, hier ist es dann sowieso schon aus. Gut. Ja, dann packen wir hier noch die MFEs hin und dann würde ich sagen, beende ich auch erstmal diese Folge. Hallo, ich habe doch Shifts. Genau. So. Und dieses eine Käbelchen jetzt noch dahin. Und diese Fliege mal zerquetschen eben. Und wieder zubauen. Den Transformer kann man auch nicht anklicken. Ach. Also das Überflüssige, das kommt dann, das wird dann in einem Kreislauf unendlich hin und her geschubst. Also so wie zum Beispiel beim Start die Finanzkrisen und so, die werden auch hin und her geschoben. Ja, das kennt man ja, ne? Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen mehr Speicher. Ich werde auch, denke ich mal, irgendwann vielleicht noch was einbauen, wie ich dann schauen kann, wie viel Speicher wir jetzt direkt drin haben. Ach, schön. Kann ich hier gar nicht so nachschauen. Ja, dann schauen wir eben hier mal schnell. Hier haben wir 70.000. Das ist nicht sehr viel. Okay, aber gut. Gut, und auf jeden Fall beende ich mal auch hier diese Folge. Wir sind ja schon ein bisschen drüber mit der Zeit, aber das ist meine Schuld, das gebe ich zu. Ja gut, dann haben wir jetzt vorerst mal ein bisschen mehr Speicher. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.